Leute, hier bin ich wieder. Ich weiß, es ist ein bisschen früh, aber ich habe eine Verteidigung. Ich versuche jetzt jede Woche 1 bis 2 Videos rauszubringen. Daher kommt jetzt gleich am nächsten Tag noch ein Video, weil ich jetzt so viele Fische habe und Pflanzen, über die ich berichten kann. Heute erzähle ich euch was vom Tetraodon Biocellatus. Wer das nicht versteht, Palembang Kugelfisch. Er ist momentan in meinem Aquarium mein Lieblingsfisch. Ja, wenn euch das, was ich jetzt mache, ich erzähle euch nämlich, was er bevorzugt, Essen, Beckengröße und so und was er zum Schwimmen braucht oder ob er Verstecksmöglichkeiten braucht und so. Wenn ich es gut mache, schreibt mir das auf jeden Fall da unten in die Kommentare rein. Und wenn ich noch was verbessern könnte, auch da unten hinein. Aber wenn es euch gefällt und so, dann lasst doch einfach einen Daumen hoch da und abonniert mich. Ich würde mich sehr freuen. Und ja, beginnen wir mal. Der deutsche Name dieses wundervollen Kugelfisches lautet Palembang-Kugelfisch. Der lateinische jedoch ist Tetraodon Biocellatus. Er bevorzugt ein Beckenvolumen, ein Litervolumen von 100 Liter und mindestens 60 cm Schwimmlänge, also von hier bis hierhin sollte es mindestens 60 cm sein. Ich weiß es bei mir zwar nicht, aber ich halte ihn hier bei 160 Liter. Er wird von 6 bis 8 cm groß und man bräuchte einen guten Filter, weil im Vergleich zu anderen Fischen hat er einen eher starken Stoffwechsel. Er bevorzugt ein pH-Wert von 6 bis 7,5 und die Temperatur sollte zwischen 21 und 28 Grad betragen. Die deutsche Gesamthärte liegt bei ihm bei 5 bis 10 Grad und die Carbonathärte von ebenfalls 5 bis 10 Grad. Ja. Er ist normalerweise ein Einzelgänger, also man sollte ihn auch nicht mit Artgenossen halten, nur ich probiere es einmal. Bis jetzt hat es noch keine Probleme vorgewiesen und ja. Man sollte ihnen viele Verstecksmöglichkeiten bilden und eine freie Schwimmfläche, also würde ich euch raten, eher hinten viel zu bepflanzen, wo sie sich verstecken können und vorne frei haben, damit ihr sie dann beim Schwimmen sehen könnt, so wie bei mir hier ungefähr. Und ja, bevorzugtes Essen sind Schnecken. Sie brauchen auch die Schnecken, um ihre Zähne abzuwetzen, weil sie immer wachsen und wenn sie zu lang wachsen, dann versperrt sie den Mund und sie können nichts mehr essen und verhungern qualvoll. Aber man kann ihnen auch gerne Frostfutter und Lebendfutter geben. Schnecken ist halt das Lieblingsfutter. Wenn ihr Frostfutter gibt, wäre es eine Idee, das so mache ich, es schadet ihnen auch nicht, das Futter unaufgetaut zu geben, weil sie es dann eben so abnagen und die Zähne abwetzen. Ja, hier sieht man schon den Schneckenfriedhof, den sie hinterlassen haben. Und ja, das war eigentlich alles, was ihr über ihn wissen müsst. Ja, wenn ihr ihn vergesellschaftet, müsst ihr ihn auf jeden Fall sehr viel füttern, weil wenn er Hunger kriegt, knabbert er auch gerne mal die Flossen anderer Fische und Artgenossen an. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare, wenn ich noch was verbessern könnte. Und bis dahin, ciao!